Du hast du nicht schon mal mitgemacht? Nein, das war meine Zwillingsschwester. Aha, okay. Und hat sie gewonnen oder verloren? Sie hat gewonnen. Hey, siehst du, ihre Schwester hat gewonnen. Ja, okay. Sollen wir mal es probieren? Willst du es probieren? Ja. Willst du die Wassertemperatur fühlen? Es ist jetzt kalt. Es ganz viele Leute, die sehr mitleidig sind nachher mit dir. Am Schluss verlieren, die Sympathischen verlieren immer, wie du siehst. Oder das wäre zum Thema aufmachen. Es geht nicht so einfach. Ja, und wer nimmt den Schlüssel mit? Den kannst du mitnehmen am Anfang. Und wenn, es hat nur einen Schlüssel, der nicht funktioniert. Wie heisst du? Fabienne. Welche Karsthöhle befindet sich im Muttertal? A. Höhlgrotte oder B. Höllloch? Was meinst du? Ja, B. B, stimmt. Aber da einer hat jemand, du hast gesagt Höhlgrotte. Ich habe nichts gehört. Du hast gesagt Höhlgrotte. Du hättest sie voll in den Brunnen hingeschickt. Falsche Antwort. Also auf ihn müsst ihr gar nicht mehr hören. Gut, B hat gestimmt. Basel ist einmal durch das Erdbeben fast ganz zerstört worden. Wann? 1356 oder 1427? Basel, das wissen wir doch. Ich bin sicher. Was soll ich? Bist du sicher? B. Oh. Ich habe jetzt angenommen. Lass mal schauen, welche Handschellen du hier nimmst. Mir sieht gut aus, Elvira. Die. Ja, das ist sicher nicht falsch. Also nein, ja, mach es selber. Du musst auf mich hören. Können wir da nicht ein bisschen Schlüssel drüber? Nein, sehen eigentlich alle gleich aus. Ich habe gut gehabt. Das ist eines der wenigen Spiele, wo ich selber nicht weiss, ob die Handschelle funktioniert oder nicht. Kann ich da einsteigen? Ja, schon rasch. Ich gehe, soll ich voraus? Aber da lange, oder? Komm jetzt da. Weißt du, ich bin ja am meisten gespannt. Oh, ich will nicht so tief haben, wenn das Wasser kommt. Hey. So, du hast eine ganz schmale Handgelenk. Schau mal, ob du es aufmachen kannst. Oh nein. Was, oh nein? Funktioniert doch? Das ist jetzt eben der, der nicht funktioniert. Siehst du, wenn ich auf dich los. Jetzt haben wir ein Problem. Was? Jetzt Wasser kommt. Ich würde sagen, in einer halben Stunde ist es hoch. Jetzt musst du, würdest du ihr dann helfen? Ja, ich kann jetzt gleich etwas Cooles gehen. Was gehst du holen? Ja, das sehen wir jetzt dann gerade noch. Gut, wir werden euch begleiten. Ich denke, wir werden noch voneinander hören. Du, danke fürs Mitmachen. Du warst also sehr sympathisch gewesen. Sie ist eine nette nämlich. Und sie macht sich auch gut da mit den Blumen. Oder? Ja, wunderbar. Schau jetzt da. Ja. Danke. Die Frau hat Blumen abgerissen. Ich habe sie gerade festgemacht. Sie hat Blumen noch in der Hand. Du musst natürlich schaurig aufpassen, dass du nicht das Ding absagst. Ein Rohr. Nur die Handschellen, nicht das Rohr. Kann ich dein Chef sagen? Du, wo hast du jetzt die Sage her? Vom Chef? Was hast du für ein Geschäft? Goldschmied. Ja. Was machen denn hier für Schmuck? Gold und Silber. Gold und Silber? Ja. Kommt aber gut her. Sag mal, bist du schon weit mit Sagen? Oh, sorry. Oh, sorry, du sagst dir noch Pulsadern auf. Nein, es ist noch enger. Sag mal, darf ich auch mal schauen als Fachmann? Jetzt musst du ihn da aufmachen, mein Handgelenk. Ja, das bricht jetzt ab. Ja, das kann sie nie. Schafft sie nie. Moment. Darf ich etwas sagen? Nur schnell. Nur rasch. Es drückt er da ziemlich fest zusammen. Ich würde sonst aufschliessen. Geht das für dich? Hey? Ja, einigermaßen. Ja, musst du es sagen, dass du nicht aufschliessen? Ja, ich mache den schon. Ja, das machen wir ja schon. Du hast ja schon so Werbung gemacht. Das ist ja schon fast unanständig.
Machen die auch zierliche Goldschmuck oder nur so grobe Sachen? Ich arbeite nur mit Handschäden. Könnt ihr mal goldige machen lassen bei euch? Kein Problem. Die kommen ja bald aufsägen. Ui. Sensationell. Nein, das, also, du hättest es wirklich nie durchgebracht. Das habe ich also gesehen. Was machst du eigentlich beruflich? Schutterei-Polizist. Aha, ja, das ist ja dein Mädchen. Ja, ja, passt gut. Das ist ja genial. Ja. Aber der ist doch ein Traumchef, muss ich sagen, oder? Der so hilfsbereit ist. Und hast du gerade in den letzten Sekunden gerettet? Oh, bravo! Danke, Peter. Schau, jetzt sehen wir hier noch auf. Ja, ein großes Bier gibt es. Die leben dir aber noch als Erinnerung. Ja, ich nehme mich das auch, denke ich. Ja.